Hey, yo Leute, was geht? Ich bin der Mr. Xenox Payne und heute wieder zu einer neuen Folge Foundation. Mittlerweile auch schon die 10. Folge. Ja, ich weiß, ich wiederhole das ziemlich oft, welche Folge wir gerade haben. Aber es gibt so einen kleinen Schub, bei welcher Folge wir schon sind. Und da das jetzt schon die 10. Folge ist, werde ich die Folge wahrscheinlich auf 30 Minuten hochziehen und einfach mal mich länger machen lassen. Jetzt wird jetzt bloß, will ich nie mal schauen, aller 10 Folgen, 10, 20, 30, 40 und so. Alles nach und nach. So, nicht weiter reden. Pause-Button rausmachen. So, wir hatten letzte Folge unseren Dorfplatz ein bisschen erweitert. Ja, ich weiß, ein bisschen klein. Mal schauen, wie wir es am besten noch machen. Vielleicht erweitern wir den Dorfplatz nach hier oder so. Ist ja noch genügend Zeit. So, Kerzen Gandalf immer noch ganz allein in einem Haus drinne. Es macht ein bisschen traurig, dass er ganz allein ist. Und wir haben nur noch drei Brot. Das tut wirklich weh. Nur noch zwei Brot. Ich hoffe, der ist gerade das Brot holen gegangen. Nein, nein. Oh, das ist doch nicht wahr. 8 Tage noch und wir sind komplett. Oh. Die Hungersnot beginnt. Die Hungersnot beginnt. Ja, die Hungersnot wird auf jeden Fall beginnen. Wir haben nicht keine Beeren. Ja, das Essen geht nämlich schon runter. Ja, das ist halt dumm, dieses Wetter. Oh, jetzt haben wir. Ja, jetzt haben wir wirklich null Essen. Hier kommt Glatzen Gandalf angerannt mit den restlichen Bären, die wir haben. Aber das macht's auch nicht besser. Das macht's einfach nicht besser. Wir sind ja komplett ausgebrannt mit Essen. Wir müssen dann auf jeden Fall hier mehr Essen anbauen. Wir haben sobald die letzten zwei Bäume abgebaut. Sehr schön. Aber ein bisschen spät. Ich weiß auch gar nicht, ob wir wirklich darauf reagieren könnten. Ohne Geld und ohne Arbeiter hätten wir kein Feld anbauen können hier. Und da das Gebäude hier beim allerersten Mal ja total verbuggt war, hat es uns ja noch weniger was gebracht. So. Ja, es wird aber auch gleich zu Ende sein. Tage noch und dann kriegen wir mehr Erlös aus dem Feld dann wieder. Na, mal schauen, wie wir es am besten machen. In 3 Tagen ist auch dann wieder Beförderung und wir haben ja einiges an Geld. Naja, es mangelt an Essen. Ja. Ohne Essen auch keine Zuwanderung. So, ein Mönch möchte wieder von mir eine Audienz gleich haben. Gut. Geben wir ihm gleich die Audienz. Mal schauen, was er möchte von uns. Ja. Bisschen unpassend. Katzen Gandalf immer noch sehr, sehr alleine. Ich muss kurz gehen. Tut mir leid. So, ich musste gerade kurz gehen. Ging gerade nicht anders. Aber ich mag die Regengeräusche, muss ich schon sagen. Die gefallen mir wirklich sehr.
Ein Mönch bittet um deine Audienz. Ja, mein Herr, was willst du denn? Werkzeuge. Was ist denn überhaupt die Belohnung? Der König verlangt einige Materialien. Der Hermes möchte ein paar seiner Kirchen renovieren, aber auch unsere Arbeiter sind bedürftig. Wissen wir, wen wir helfen wollen? Ja, gut, komm, geben wir dem Volk. Das wird zwar uns wieder ein bisschen teuer für uns, aber komm, Kopf hoch, wir schaffen das. Wir werden auch die Hungersnot jetzt gerade überstehen und der Krieg auch das besteht überstanden. Es werden wahrscheinlich einige Dorfbewohner verschwinden, weil sie traurig sind, weil sie nicht kein Essen bekommen. Aber wir sind halt mit diesen. So, ist Beförderung Leibeigene. Alle sehr traurig. Sehr, sehr, sehr traurig. Welch eine Erleichterung. Ich geschickte Umgang mit Lebensmitteln während der schlechten Wetters hat einige eurer Dorfbewohner inspiriert und sie möchten zu Ehren dieses Ereignis ein Meisterwerk Sprintskulptur bauen. Optionaler Bonuseffekt. Die Wartungskosten dieses Gebäudes wird um 50% reduziert. Baubedingungen, alle Teile befinden sich oberhalb benachbarter Gebäude. Ja gut, das. Warte mal rein. Was kostet denn das? Wo bauen wir das hin? Bonus haben wir. Ah, das kannst du vergessen. Das kostet Marmor. Wir haben nicht mal Marmor. Jetzt haben wir noch kein Marmor. Das bringt uns gar nichts. Ja, genug Bevölkerung für heute weggetreten. Oh, Glatzengandalf hat direkt kleiner Freunde bekommen hier, sag mal. In dem einen Moment ganz alleine und im nächsten Moment direkt gleich drei. Ein Mann. Eine Frau. Noch eine Frau. Noch ein Mann. Und noch ein Mann. Also eine Frau und vier Männer. Four mans and what one girl. Fünf, sorry. Ist ja noch. Ah ne, zwei Frauen und zwei Frauen und vier Männer, so rum. Das ergibt ja keinen Sinn. Ein Mann und vier Frauen. Vier Männer und eine Frau so rum. Ergeben keine sechs Personen im Haus. So. Es ist halt dumm, dass das Essen jetzt übelst gemangelt hat. Aber wir haben es überlebt. Leute, wir haben es überlebt. Jetzt müsste auch die Zufriedenheit wieder hochgehen. Ja, hat man sich null angeschlossen. Kann ich aber auch verstehen. So. Leute, das ist zwar unpassend von mir jetzt, aber ich muss einen kleinen Moment was trinken. Mache ich ungern, vor allem wenn man jetzt ein Let's Play macht. Aber ich würde euch jetzt wirklich mal bitten, ein Auge zuzudrücken und ich trinke einen Moment kurz was. Bis gleich. So, dann habe ich jetzt was schnell was getrunken. Es musste einfach sein, weil meine. Ich habe gemerkt, wie mein Rachen ziemlich trocken geworden ist. Und jetzt geht's aber wieder. Ich bin bei 100 Gold schon wieder. Das Dorf tut sich wieder langsam aufkribbeln. Wir haben jetzt genügend Essen wieder. 17 Brot und 10 Beeren.
Tja, wie sieht's? Holz haben halt auch wieder einiges. Das ist schön zu sehen, dass wir einfach alles überlebt haben. So, hier oben. Wo waren das? Boah, das fällt doch nochmal hin. Hier oben war doch noch alles. Das war doch alles Feld übrig, oder nicht? Da habe ich mich gerade geirrt. Da war doch noch Feld übrig. Ja gut, muss ich jetzt nicht verstehen, aber ich bin der Meinung gewesen, dass da noch Feld war. So, was haben wir denn noch alles hier, was wir... Ja, es... Ah, okay. Es ist bloß noch dieser eine Baum. Dann kann man nämlich die Holzfällerhütte hier oben wieder wegmachen. Gut, dann... Ja, gut. Wir müssen irgendwas haben, um das Holz leer wird, aber... Ja, hier 100 Holz drin haben. Holzfällerhütten jeweils um die 55. Naja. So. Was machen wir denn überhaupt? Da das geholt, oder? Habe ich das gekauft? Ja, genau, das habe ich ja gekauft. Weil ich hier das Holz platzieren wollte. Und das werde ich jetzt auch machen. So, jetzt schicken wir den zum Dorfbrunnen. Ich habe ja Schluck auf. So. Holzner Bergbeet, den bauen wir hierher. So, dann muss ich jetzt kurz was gucken. Ah, oh, nee. Die werden wahrscheinlich jetzt... Mist. Ich muss das jetzt machen, weil... Wenn ich jetzt das jetzt hier nicht zumache, werden die wahrscheinlich... Komm, die sollen sich den Weg dann selber finden. Ah, die... Warte, ich mache hier... So, weg. Sie die Möglichkeit haben, dass sie wieder langlaufen. Auch wenn ich jetzt das, glaube ich, das Gefühl habe. Nee, oder? Ich muss das wieder hinmachen. Wir werden wahrscheinlich dann gleich hier langlaufen. Das möchte ich nicht. Ach, das ist ein bisschen. Ich müsste jetzt hier eine Holzpalisade hinmachen, dass die hier nicht langlaufen. Oder wir machen das, dass wir extra hier langlaufen. Dass wir hier so in der Holzpalisade freilassen. Ja, das hört sich super an. Wie war das am besten? Ich mach wieder ausrichten. Das wird ja... So. So ist. So. Die Kante sieht mich komisch aus. Sehe ich halt nicht, wo die Palisade anfängt und die aufhört. Kann man hier irgendwie... Hab ich das nicht mehr ausgerichtet, oder? Jetzt muss ich das mal kurz ausrichten. Ich weiß, dass ich gerade angefangen habe mit Bauen. Habe ich schon wieder gedreht. Ich bin doch zurückgeblieben, Alter. So. Ich bin eine Holzpalisade, das heißt, wir laufen
hier durch das Dorf durch, um hinzugehen. So, das heißt, wir drehen das ein bisschen. So, wir machen jetzt aber jetzt auch kein wirklich großes Gebäude. Wir machen jetzt ein schlichtes kleines Gebäude. Also irgendwie gefällt mir das. Hast du nicht irgendwie. Das Holzteil gefällt mir irgendwie damit denn überhaupt nicht. Muss ich das platzieren? Es ist halt eigentlich ein Holzbergfried, aber warum hast du dann Stein? So. So. Ich hoffe, das geht dann auch. So. Okay, das ist das Hauptgebäude. Ich muss das platzieren. Ach Mensch. Ja, ist ein bisschen unpassend. Also ich mag das irgendwie nicht so. So. Hier mal ein Eingang. Mal hier ein Eingang. Und Holz. Normales Holzdach, oder? Nee, das ist zu pompös hier. Ich lasse es beim normalen Holzdach. Oder? Ich glaube schon. Ne, mehr können wir, glaube ich, jetzt nicht bauen. Das ist mal jetzt so einzeln. Wir können ja hier links und rechts noch was dran bauen. Nein! Was war denn das jetzt auch? Ey, sag mal, was ist denn das jetzt hier? Warum geht denn das jetzt hier nicht? Hä? Muss ich es verstehen? Warum? Oder warum? Ja, geht doch. Hallo? Nein. Das Spiel will mich doch gerade verarschen, oder? Jetzt habe ich zumindest das Gefühl gerade. Gerade eben ging es so noch. Ja. Nein. Komm. Ja. Super. Ja. Jetzt. Holy fuck. So, ach ja, und das Dach fehlt ja. Okay, man kann das bloß an dem, auch nur an das Steinteil dran platzieren. Gut. Komm, wir machen was drauf. Das ist etwas nach einem Burgfried aus hier. So, das so. Und dann beginnen mit dem Bau. So. Der eine Baum. Was macht denn ihr? Leute, hier. Diesen einen Baum sollt ihr noch wegmachen. Nur noch diesen einen einzigen Baum hier. Dieser eine Baum regt mich ziemlich auf. Nein, was macht denn ihr?
Ich soll da hinten keinen Weg bauen. Mensch, 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 Leute. Nur euch das immer aus der Nase ziehen muss. Ich kann nicht unsere Eltern verstehen. Also aus, nach so einer Aktion hier. Dieser Weg von hier bis hierher ist doch kürzer, als wenn man hier hinten rumgeht, oder nicht? Oder irre ich mich da? Was? Ein Audienz willst du haben? Nee, nee, den wollte ich jetzt nicht. Was willst du denn? Bären? Nö, behalte ich für mich. Gibt's nicht. Beförderung wieder verfügbar. Ja, gut. Ein befördern, das war's. So. Die wollen, okay. Oh, was war das jetzt hier? So, wir müssen neue Wohnflächen bauen. So. Wir müssen jetzt, glaube ich, das Gebiet hier hinten kaufen. Geld haben wir genügend. So. So. Machen wir erstmal. Oh mein Gott, das weg hier. So. Holzpalisade. Palisade. Palisade. Welcher Weg so? Oh lol, wir können hier. Das Gebiet habe ich hundertprozentig nicht geholt. Ich kann hier meine Holzpalisade platzieren. So. Nein, was ist jetzt passiert? Ja, gut, damit Tony. Nein, was ist jetzt schon wieder passiert? Gut. Hä? Was ist das schon wieder für ein Durcheinander hier? Wie kann ich jetzt löschen? Ich will das löschen. Linkes Linksklick auf den Wandabschnitt. Was? Ah! So geht das, okay.
Ja, was geht? Wand, neue Wandknoten auswählen, platzieren. Linksklick auf den Wandknoten, neue Knoten auswählen. Shift, Wandknoten aus. Ja, gut, ich bin zwar nicht damit zufrieden, wie das gerade aussieht hier. Genau, dann machen wir das einfach so. So, da können wir nämlich jetzt auch hier das Rot entfernen. So. Ja, jetzt neues Wohngebiet ein bisschen näher an die Wand ran. So. Wir haben das Gebiet auch hier hinten gekauft, das heißt, wir können auch hier hinten. Ja, Attraktivität niedrig. Aber das juckt mich ja in diesem Moment jetzt gerade eher weniger. So, haben wir jetzt viel, viel mehr Fläche, wo sie anbauen können. So. Ja, der Burgfried dauert halt noch ein bisschen. Aber ich sehe gerade, die haben. Das kann weg jetzt. Ja, sehr schön. So, bevor wir die Folge noch beenden, tun wir noch eine schnelle neue Weizenfarm platzieren wir die am besten. Platzieren wir die weiter oben. Wir platzieren die hier. So. Jetzt brauchen wir noch eine neue Windmühle. Eine neue Windmühle. Die Windmühle platzieren wir am besten direkt hier. Übernehmen einfach direkt diesen Weg hier. So. Und dann wird wahrscheinlich nächste Mal die Bäckerei noch fehlen. Da wir hier auf der Seite der Häuser keinen Platz mehr haben. Die Bäckerei hier. Aber dazu brauchen wir Gold. Das heißt, wir müssen mal kurz einen Moment warten. So. Ah, da hatten wir gerade die 150 Gold. Da war ich zu langsam. Deswegen drücke ich oftmals Pause eigentlich in dem Moment. Aber jetzt war ich, wie gesagt, wirklich sehr, sehr, sehr langsam. Ja gut, dann lassen wir das mit der Bäckerei. Da war unser Geld auch mal alles weg. Durch Werkzeug. Wie viele Werkzeuge brauchen wir hier? Gockens. Nö, brauchen wir Gocken. Ja gut, ja gut. Ja Leute, dann war's das aber schon wieder mit dieser Folge. 30 Minuten lang, weil es halt die 10. Folge ist. Ich wünsche mir wirklich ein bisschen mehr Zuschauer. Ich hoffe, das verbessert sich. Also, ich sag mal so, 6 Aufrufe, das ist halt wirklich ein bisschen wenig. Ich würde halt schon gerne, und wenn es in die mittlere Kategorie der zweistelligen Zahl geht, so 50 Aufrufe, sowas. Sowas würde mich schon freuen. Aber 6 ist halt wirklich schlecht. Und falls ihr irgendwelche Ideen habt, um meine Videos ein bisschen besser zu machen, sagt mir mal bitte Bescheid. Schreibt einfach mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, habt einen wunderschönen Tag und ciao, ciao, euer Xenox.